fröhliches Halloween, Klein Matt und Klein Frank. Da habt ihr aber tolle Paw Patrol-Kostüme. Stimmt etwas nicht? Eure Süßigkeiten sind weg. Was war das? Was für eine gruselige Hexe. Sie fliegt schon die ganze Nacht herum? Ihr denkt, sie hat euch verhext und eure Süßigkeiten geklaut? Das ist ja seltsam. Lasst uns die Streifenwagen rufen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Leute, wir haben da ein sehr ungewöhnliches Problem. Euren Kleinen wurden die Süßigkeiten geklaut. Sie denken, es war eine gruselige Hexe, die schon die ganze Zeit über die Stadt fliegt. Ja, es hört sich verrückt an, aber könntet ihr vielleicht trotzdem ein Auge darauf werfen? Großartig. Auf geht's. Eure Väter sind hier, Leute. Erzählt ihnen, was passiert ist. Immer schön langsam. Nehmt euch Zeit. Also, ihr habt jede Menge Süßigkeiten gesammelt. Und als die Hexe über euch hinweggeflogen ist, habt ihr gemerkt, dass eure Tüten alle sind? Und das ist jetzt schon zweimal passiert? Da muss es doch eine Erklärung für geben. Warum macht ihr Kleinen nicht weiter mit Süßes oder Saures, während die Streifenwagen das untersuchen? Was wollt ihr als erstes tun, Leute? Du willst herausfinden, wer die Hexe ist? Was wirst du tun, Frank? Du wirst Klein Matt und Klein Frank folgen? Das ist eine gute Idee. Da sind sie ja, mit Klein Hector. Nicht schon wieder. Die Beutel sind leer. Das ist seltsam. Es sieht so aus, als hätte die Hexe nur von Klein Matt und Klein Frank gestohlen. Was? Die gruselige Hexe ist Klein Penny? Wow, sie hat ein tolles Halloween-Kostüm. Also von so hoch oben kann sie nicht wirklich Süßigkeiten klauen. Jemand anderes muss der Dieb sein. Aber wer? Hector, du fliegst mit Klein Penny und leuchtest mit deinem Scheinwerfer runter, wenn sie in der Gegend von Klein Matt und Klein Frank ist. Währenddessen folgen wir ihnen unten auf dem Boden. Es ist Klein Hector. Er klaut die Süßigkeiten, während Klein Frank und Klein Matt nach oben schauen. Klein Hector, das war aber nicht sehr nett. Du teilst besser deine Süßigkeiten mit Klein Matt und Klein Frank. Ach übrigens, es gab keine gruselige Hexe. Das war nur Klein Penny. Was für ein großartiges Kostüm, Klein Penny. Du hast alle reingelegt. Das Geheimnis wurde gelüftet. Vielen Dank für die Hilfe, Streifenwagen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Die Streifenwagen.
Hallo, Christopher. Mhm. Hallo, Steve. Wir sehen uns später. Vielleicht, wenn der Zement trocken ist. Mhm. Mhm. Oh, ich hoffe, die Kleinen fahren nicht in Christophers feuchten Zement. Hey, ihr Kleinen, aufpassen! Keine Panik. Wir müssen euch nur aus diesem Zement herausholen und möglichst bevor er trocken ist. Großartig. Eure Freunde bitten die Streifenwagen um Hilfe. Bitte nicht alle gleichzeitig, ihr Kleinen. Keine Sorge, Matt und Frank haben schon einen Plan zur Rettung eurer Freunde. Ist schon gut, ihr Kleinen. Die Streifenwagen sind hier, um euch zu retten. Was habt ihr vor, Jungs? Ihr besprüht den Zement mit Wasser, damit er wieder flüssig wird? Was tut ihr als nächstes, Matt? Ich hoffe, ihr seid stark genug, um die Kleinen aus dem Zement zu ziehen. Wow! Was für eine Kraft! Gut gemacht, Matt. Jetzt müssen wir schauen, wie wir dich ein wenig sauberer kriegen, mein Kleiner, während Matt deinen Freund rettet. Komm schon, das schaffst du, Matt. Gut gemacht. Hallo, hier sind Christopher und Steve. Frank hat recht, Christopher. Du musst dir keine Sorgen machen. Die Kleinen sind in Ordnung. Vielleicht solltest du nächstes Mal einfach ein paar Warnschilder aufstellen. Vielen Dank für die Entschuldigung. Wenn ihr die Arbeit nochmal machen wollt, dann würden Matt und Frank die Baustelle hinterher sichern. Das sieht ja wie neu aus. So ist es besser.
Die Streifenwagen. Guten Morgen, Matt. Wie geht's dir heute? Du hast Geburtstag? Wirst du Streife fahren? Vielleicht solltest du erst mal dein Licht reparieren lassen. Es ist schon eine ganze Weile kaputt. Frank hat vielleicht eins übrig, das er dir erst mal leihen kann. Hier sind wir auch schon an der Feuerwache. Oh, schau, da ist Frank. Ach du liebe Güte, Frank kann Matt sein Licht nicht leihen, er hat es verloren. Und sein Ersatzlicht ist kaputt. Was für ein Zufall. Hey Matt, Amber, der Krankenwagen, hat vielleicht ein Ersatzlicht. Oder vielleicht leiht sie dir ja auch ihres. Oh, das ist aber nett. Frank will dich begleiten. Großartig, da ist Amber. Und sie hat ein Licht. Und hier sind Matt und Frank. Aber warum sieht Frank so besorgt aus? Matts Licht ist kaputt und er braucht eines, um auf Streife zu fahren. Vielleicht, weil er heute Geburtstag hat, könnte er deins leihen, Amber? Wow, Amber ist gerade sehr in Eile. Ich denke mal, sie braucht ihr Licht, wenn sie zu einem Notfall muss. Wie sieht's aus mit Tom? Sollen wir ihn besuchen? Er hat bestimmt ein Ersatzlicht irgendwo in seiner Werkstatt. Frank hat recht. Ihr solltet euch aufteilen, wenn ihr nach einem Ersatzlicht Ausschau haltet. Und ihr trefft euch einfach mittags wieder an der Polizeistation. Hey, Tom! Matt braucht ein neues Licht. Hast du eines? Was? Du hast überhaupt keine Ersatzlichter? Das ist aber seltsam. Auch Tom scheint es sehr eilig zu haben, wie irgendwie jeder heute in Car City. Oh, armer Matt. Komm schon. Du hast immer noch ein bisschen Zeit, bevor du dich mit Frank treffen sollst. Wir schauen einfach nochmal in der Stadt. Vielleicht hat irgendjemand ein Ersatzlicht. Die Uhr sagt, es ist fast Mittag. Du solltest zurück zur Polizeistation fahren, um Frank zu treffen. Vielleicht hat er ja eine gute Nachricht für dich. Das ist seltsam. Frank ist nicht da. Wo sind denn heute alle? Oh, es ist eine Überraschungsparty. Deshalb waren alle so in Eile. Und schau dir all diese Lichter an. Nur das Geburtstagskind hat keines. Einen Moment. Es sieht so aus, als hätten deine Freunde ein Geschenk für dich, Matt. Aber was könnte es sein? Es ist ein neues Licht. Herzlichen Glückwunsch, Matt. Die Streifenwagen. Auf die Plätze. Fertig. Los! Mhm.
Hast du Spaß beim Rennen, Hector? Großartig! Was war das für ein Geräusch? Der Fernsehturm ist kurz davor umzukippen. Wir rufen besser die Streifenwagen. Aber schnell! Kannst du etwas schneller fliegen? Du kannst? Großartig! Jungs, wir haben da ein dringendes Problem. Könnt ihr sofort kommen? Großartig. Beeilung, Jungs. Hector, kannst du Matt und Frank erklären, wo das Problem liegt? Der Fernsehturm ist kurz vorm Umkippen? Und das Autorennen führt direkt daran vorbei? Wir sollten uns besser beeilen, bevor jemand verletzt wird. Wir müssen so schnell wie möglich zu diesem Gebäude kommen. Matt, kannst du mit deiner Supergeschwindigkeit fahren? Perfekt, auf geht's! Leute, Matt sagt, ihr müsst aus dem Weg gehen. Und zwar auf der Stelle. Der Fernsehturm kann jeden Moment umfallen. Hector sagt, Tyler und Katie sind auf dem Weg hierher. Wir müssen uns beeilen. Du möchtest, dass Frank vor den Turm fährt und wartet? Bist du sicher? Okay. Er ist jetzt da, Matt. Wie ist dein Plan? Hector, kannst du versuchen, mit deinem Haken das Gebäude anzuheben? Matt, Hector kriegt das Gebäude nicht alleine angehoben. Er braucht Hilfe. Frank, kannst du versuchen, mit deiner Leiter zu helfen, das Gebäude aufzurichten? Fantastische Arbeit, Streifenwagen. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns. Ah.